Einen wunderschönen guten Tag und schön, dass du da bist. Gewalten der Zeit ist ja schon ein bisschen länger draußen, aber auch ich öffne endlich mal eine ETB. Die habe ich mir selber mal gegönnt und ich bin gespannt, was wir da heute Schönes ziehen. Und während ich das Ganze hier öffne und mich freue, dass wir die Zukunftsvariante haben, ich glaube, die Vergangenheitsvariante hätte ich natürlich auch nochmal gerne. Das macht natürlich Pokémon auch richtig, dass sie natürlich beide verschiedene Boxen anbieten. Aber fangen wir halt hier einfach mal an mit der Zukunftsvariante und gucken uns mal an, was Schönes in der ETB ist. Ihr wisst, ETBs sind meine Lieblingsprodukte von Pokémon. Wir haben ja auf jeden Fall wieder einmal eine schicke Anleitung, die ich natürlich definitiv behalten werde. Und dann gucken wir mal. Vom Farbsetting her finde ich das Zukunftsding okayisch, aber nicht ultra schön. Das ist aber auch okay. Und dann gucken wir uns natürlich an, was wir hier noch Schönes haben. Folien natürlich. Und wir müssen noch einmal die Kamera hier machen. Entschuldigung. Da habe ich natürlich vergessen, den Fokus einzustellen. Es wäre ja auch zu schön, wenn ich mir mal sowas merken könnte. So, dann hier also einmal die schönen Folien. Und dann haben wir hier natürlich die Marke. Ganz normal. Immer noch im gleichen klassischen Stil. Würfel, die ja auch okayisch sind. Also so vom ganzen Farbsetting her finde ich das okay. Ja, die Energiekarten sehen auch nicht wirklich besonders aus. Aber was wir natürlich noch hier Besonderes haben wollen oder auch bekommen, ist natürlich einmal, oh, die Trainer. Die Trainer sind Holo. Das ist cool, das ist neu. Ich glaube, das habe ich so in der ETB noch nicht gesehen. Also das sehr, sehr gerne. Und natürlich dann hier Eisendorn einmal in der wunderschönen, ja, Promo-Variante hier mit dem Sonnenuntergang, genau. Ja, ist es Untergang? Ist wahrscheinlich der Untergang, ne? Richtig cool. Sieht auf jeden Fall sehr schick aus. Und dann haben wir natürlich, kommen wir zum Kernstück des Ganzen und zwar die Booster. Ich glaube, da unten ist noch eine, genau. Wir packen mal alles andere, außer die Promokarte, packen wir mal wieder zur Seite. Folien finde ich eigentlich, sehen eigentlich ganz schick aus. Könnte man auch mal mit einem Deck ausstatten. Und dann gucken wir, wie viele Booster haben wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Gewalten der Zeit Booster. Das erste Mal, dass ich jetzt hier Gewalten der Zeit auch für mich öffne. Und dann gucken wir mal. Ich hoffe, natürlich hoffe ich heute auf eine schöne Ast-Klasse-Karte, denn das ist ja das, was hier eben neu ist in Gewalten der Zeit. Und natürlich wäre so ein schöner erstklassiger Fänger, wäre natürlich Zucker. Aber vielleicht kriegen wir auch schöne Artworks von tollen Pokémon. Generell wüsste ich jetzt aber trotzdem nicht, was ich sonst, worüber ich mich sonst so freuen würde. Aber ich sag ja, also Ast-Klasse-Karten. Darüber würde ich mich heute freuen, wenn wir heute eine wenigstens ziehen. Gefährlicher Dschungel und ein Dummiesel. Okay, wir fangen hier an mit 3 Holos. Ich weiß nicht, ob in dem Set auch Non-Holo-Varianten drin sind. Das werden wir, im besten Fall werden wir es nicht herausfinden. Aber was wir übrigens schon die ganze Zeit herausgefunden haben, ist, dass es hier einen wunderschönen Like-Button und Abonnier-Button und sowas auch alles gibt. Ne? Also wenn ihr Bock habt, checkt das Ganze aus, genauso wie die Kanalmitgliedschaft. Och Gott, man hat einfach viel zu viel zu sagen, ne? Aber irgendwie klingt es auch immer, irgendwie immer gleich, ne? Im Endeffekt bin ich sowieso dankbar für die ganze Zeit und den ganzen Support, den ihr mir schon entgegenbringt. Also, ihr wisst, was ihr machen könnt, um mich zu unterstützen. Und wenn ihr Bock habt darauf, dann ja. Und wenn nicht, oder wenn es halt einfach nicht geht, dann halt nicht. Na, so. Aber jetzt. Nächster Booster. Gewalten der Zeit. Snormnorm lecker. Picochilla. Vielleicht ziehen wir da auch mal die Entwicklung. Wäre ja wichtig für ein Lugia-Deck, ne? Aber keine Ahnung, ob ich mir überhaupt eins zusammen basteln kann. Mabula. Hut, Hut. Als Reverse. Und dahinter ein Eisenkrieger. Ja, okay, okay. Wir fangen ein bisschen entspannter an. Entspannter ist auch gut, ne? Haben einfach keinen Hit. Aber ich, wie gesagt, ich habe auch schon gehört, dass die Pull-Rate nicht die niceste sein soll. Aber da könnt ihr gerne mich auch eines Besseren belehren. Sagt mir einfach, was ihr so Schönes gezogen habt aus Gewalten der Zeit. Habt ihr sie schon alle? Habt ihr schon alle Ast-Klasse-Karten? Oder hier zum Beispiel Windewoge. Oder andere schöne Vergangenheits- oder antike Karten. Über einen Riesenzahn zum Beispiel würde ich mich auch freuen. Muss ich zugeben. Weil
ich natürlich auch gerne das Riesenzahn-Mildeck. Das hätte ich natürlich wirklich gern in echt. Führung des Entdeckers, das ist gut. Dafür brauchen wir es auf jeden Fall schon mal. Genauso wie diese Karte. Chillast, Dummiesel. Und als letzte ein Impergator. Der ist auch, ja, manche brauchen den jetzt. Ne? Es gibt jetzt so ein Impergator-Deck tatsächlich. Mit der einen Karte, oh, wie heißt der denn, Redikant oder so, die Fähigkeit hat, dass alle Pokémon, also alle Pokémon, die unter dem Entwicklungs-Pokémon liegen, dass man deren Angriff auch einsetzen kann. Und tatsächlich ist wohl die Angriffsreihe ziemlich strong. Und deswegen gibt es jetzt ein Impergator-Deck. Aber gibt es ja auch noch einen Hit für uns in der Zukunfts-ETB? Ich meine, 9 Booster sind 9 Booster, ne? Das ist, das wäre schon schön, wenn man dann noch was hat, über das man sich freuen kann. Gucken wir mal, ob wir vielleicht jetzt was Schönes draus ziehen. Keine Ahnung. Es gibt ja auch wirklich schöne Altarts von, oh Gott, ist es Cobalium? Ja, ich glaube schon, ne? Oho, da haben wir doch eine Acepex! Also eine Ast-Klasse! Jawohl! Reboot-Modul. Lege eine Basisenergiekarte aus deinem Ablagestapel an jedes deiner Pokémon aus der Zukunft an. Schreit das nach einem Zukunftsdeck? Ich weiß es nicht. Aber nice, dass wir das Reboot-Modul gezogen haben. Und da ist das Riesenzahn. Und dahinter nochmal ein Horerba. Aber da freue ich mich wirklich, dass wir jetzt hier unsere erste Ast-Klasse. Das finde ich gut. Das Schöne ist ja auch, brauchst du sie auch eigentlich nicht so oft, ne? Und hier, ganz wichtig, Riesenzahn. Will ich ja eh, wie gesagt, ich will ja eigentlich mir ein Riesenzahn-Deck bauen. Also sollten wir die auch gut eintüten und die wichtigen Kernkarten, die wir dafür brauchen, beiseite legen. Ein Ryobu wäre zum Beispiel übrigens auch noch schön, wenn wir das heute ziehen würden. Muss nicht mal in der schicken Altart. Ich glaube, die hat nämlich sogar noch eine ich glaube, die hat 2 Full-Art-Varianten. Natürlich einmal als Special Illustration mehr, glaube ich. Und als normale Full-Art. Ich würde mich aber auch über eine Ryobu oder im Englischen Eri einfach auch so freuen. Damit wir sie einfach mal haben, ne? Eisenrad, dicke Freunde Knusp, auch super stark. Kann ich auch gebrauchen. Wolverock, Senlong, auch nicht schlecht. Noch ein Schlurp und ein Cherox EX. Jawohl, eine EX-Karte, das ist auch ein Hit. Da kann man auch nicht Nein zu sagen. Schick, schick. Das Cherox. Hier, was macht das eigentlich, das Cherox? Stahlflügel. Ich glaube, so stark war es nicht. Ich glaube, ich habe mir das schon mal durchgelesen. Für die, die es sich jetzt halt durchlesen wollen, die können ja auch einfach dann Pause, den Pause-Knopf drücken, ne? An der gleichen Stelle, an der exakten Stelle und dann halt eben das Ganze so genießen. Aber sehr cool. Sehr cool, dass wir mit Gewalten der Zeit jetzt hier schon mal so anfangen. Und wie gesagt, ja auch nochmal ein dicke Freunde Knurst. Ist auch nicht schlecht. Das sind so ein paar Karten, die man schon halt eben auch gut für einen Deckbau gebrauchen können. Ihr wisst es, die meisten Videos hier sind Decks. Und ich möchte natürlich auch noch selber irgendwas Spielbares haben. Deswegen gucken wir mal, was noch weiter Schönes geht. Picochilla, Pampuli, Wuffels, Flammiau, ein Donarion, Latias. Hey, da ist noch ein Riesenzahn. Ja, nice. Sehr schön. Können wir gleich dazu packen. Dann noch ein Weherba. Erste Reverse. Waggon. Und ein Koraidon. Das ist natürlich für ein antikes Deck gar nicht schlecht. Aber ich weiß nicht, ob ich hier die Ancient Box oder dieses antike Single-Price-Deck, ob ich das auch wirklich jetzt bauen will. Nicht unbedingt. Das Gute ist ja, sowas können wir alles auch online machen und vor allem auch natürlich viel, viel leichter machen. Und ich gehe jetzt ja eher meiner Tätigkeit als Schiedsrichter nach, als dass ich wirklich jetzt ernsthaft irgendwo auf Turnieren spiele. Außer vielleicht so an kleinen Pokeligen oder so. Aber das finde ich natürlich schon cool, dass ich hier trotzdem schon so ein paar Komponenten für meinen Riesenzahn zusammen habe. Da muss man nicht so gewisse Karten muss man da nicht bestellen, ne? Auch immer ganz schick. So, gucken wir also noch weiter. Wir haben noch insgesamt 3 Booster. Vielleicht gibt es ja noch was Schickes. Jetzt so die Mega-Altart oder sowas haben wir noch nicht gezogen. Aber vielleicht ist da ja noch trotzdem was drin. Führung des Entdeckers, da ist sie wieder. Oh, und meine Kamera ist... Okay, keine Ahnung, warum das Ganze schon wieder so komisch war. Ceraora. Und Jens Überzeugung in der Full Art, auch sehr schick. Ja, das sind hier schon gute Hits, muss ich sagen. Bin schon sehr zufrieden
mit dieser ETB. Vor allem einfach wieder, weil halt eben auch einfach noch eine volle Kunst drin ist von der Trainerkarte. Meine Full-Art-Trainersammlung, die wird auch immer größer. Und das macht mich persönlich sehr glücklich. Hier wieder war wieder eine Karte, Komponente für das Riesenzahn-Mildeck. Und zwei Booster haben wir noch. Ich sag's so, wie es halt immer ist, ne? Wenn euch das Ganze hier gefällt, ist jetzt die Möglichkeit, den Like-Button zu drücken. Freue ich mich auf jeden Fall drüber. Und bedanke mich hier, ne? An euch. Denn das ist ziemlich cool, dass wir das hier schon so lange machen. Also für mich lange. Und dafür bin ich sehr dankbar. Wuffels. Flamiau. Hatten wir auch schon alles jetzt hier in der... Nicht Reverse. Elfhorn. Elfhorn. Glaube ich jetzt nicht, dass man damit was großartig machen kann. Ich kenne aber auch die Fähigkeit gerade nicht. Und ich habe noch nicht alle Decks aus Gewalten der Zeit gespielt, zu dem Zeitpunkt der Aufnahme jetzt ja auch auf jeden Fall. Ich glaube, ein paar müssten dann trotzdem schon draußen sein. Aber, so, jetzt ist natürlich die Frage, ein Booster haben wir noch. Kriegen wir noch einen Hit? Oder nicht? Aber ich meine, hey, wir haben eine Ast-Klasse, wir haben das Riesenzahn zweimal, was ich brauche, wir haben eine Full-Trainer-Karte, haben noch eine EX. Ich würde mich einfach noch über einen kleinen Hit würde ich mich noch freuen. Ich freue mich natürlich auch über einen großen Hit. Und ich freue mich, dass du da bist und das Ganze hier bis zum Ende geschaut hast. Vielen Dank dafür. Ist nicht selbstverständlich in der heutigen Zeit, ne? Dass man Dinge von Anfang bis Ende durchguckt. Schweres Staffelholz, auch wichtig. Nebelschleierenergie, genauso wichtig. Sandfell, Knilz, keine Astklasse mehr. Zytomega und die letzte Karte ist ein Eisendorn. Wir beginnen also mit der Eisendorn-Promo und enden mit Eisendorn. Auch nicht schlecht. Ich bedanke mich, wünsche noch einen wunderschönen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.